ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von Das Wort zum Montag. So, ich habe mich gestern ein bisschen aufgeregt oder auch, ich glaube, vorgestern auch. Und zwar habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Und zwar geht es ja um die Arbeitssituation in Deutschland. So, und egal, wo man arbeitet, jedes Mal steht im Arbeitsvertrag drin, dass man eine Probezeit von 6 Monaten hat. So. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so und warum müssen es eigentlich 6 Monate sein? Warum kann es nicht kürzer sein? So, da habe ich mir gedacht, ob es vielleicht vorgeschrieben ist gesetzlich. Jetzt habe ich mich mal informiert und was muss ich feststellen? Da gibt es gar keine gesetzliche Vorschrift. Nein, gibt es nicht. Ich habe zuerst gedacht, die Politiker müssten da was ändern. Müssten sie auch, aber wenn ich jetzt lese, dass es dann nicht mal eine Vorschrift vorgibt, sondern... Ja, dass sich das irgendwie so, sag mal, eingebürgert hat, dann ist das ja natürlich auch so eine Sache. Weil, was lese ich hier? Bei Arbeitsverhältnissen gibt es keine gesetzliche Vorschrift, nach der ein Arbeitsverhältnis mit einer Probezeit beginnen muss. Das heißt, es muss also noch nicht mal. Allgemein üblich ist aber eine Probezeit von höchstens 6 Monate. Ja. Das Problem ist, überall, egal wo man anfängt, es sind immer diese 6 Monate. So, ich frage mich, warum muss die Probezeit 6 Monate sein? Ich meine, von mir, ich wäre dafür, dass man die auf 3 Monate runtersenkt. Weil 3 Monate, denke ich mal, dürfte ausreichend sein, damit man sieht, dass sich der Arbeitnehmer bewährt hat. 6 Monate, die kann man im Knast absitzen, aber nicht arbeitstechnisch in den Seilen hängen. Ja, das ist einfach jetzt, was ich da mal sagen muss, wo ich auch ein bisschen sauer bin, weil mich trifft diese 6 Monate Probezeit jetzt momentan ziemlich fies. Weil, ich weiß auch nicht, das hat sich so jetzt ergeben, dass ich damit richtig ins Schleudern komme. Ich habe im Oktober eine Arbeitsstelle bekommen, so 2 Monate habe ich jetzt bald um. Und wenn ich das neue Jahr bestehe, sind es 3 Monate. Das heißt, Anfang April ist die Probezeit vorbei. Weil in der Probezeit darf man halt keinen Urlaub nehmen, ja, wird einem verwehrt. Obwohl, es gibt auch Betriebe, da kann man vielleicht mal mit den Leuten reden, hier, Chef, wie sieht's aus, ich bräuchte mal Urlaub. So, ansonsten, ja... Ansonsten ist das Problem, man muss dann zur Arbeit gehen, hat dann keinen Tag frei, ja, und dann einfach mal zum Arzt gehen, nur um frei zu kriegen, das, dann krank zu schreiben zu lassen, ist eigentlich auch blöd und es grenzt eigentlich auch fast an Betrug. Das muss natürlich auch nicht sein. Nee, aber das macht mich schon ziemlich sauer. So, mein Problem ist, also ich habe ja anfangs noch Glück gehabt bei der Firma, weil ich da vorstellig wurde, habe ich schon gesagt, hier, Ende Oktober, eine Woche, meine Tochter kommt zu mir. So haben die gesagt, ist kein Problem. So, hat dann die eine Woche frei gehabt. Alle sagen schon, oh, das war ja Urlaub, aber es war kein Urlaub, weil ich habe das nicht bezahlt bekommen. War einfach Freizeitausgleich, wie sich das da bei der Zeitarbeit nennt. Oder generell Freizeit. Weil Freizeitausgleich ist ja nicht, ich habe keine Überstunden gehabt. Ich komme ja auch nicht mal dazu, Überstunden zu machen. Die schicken mich immer dahin, wo ich sogar wenig Stunden mache. Komisch. Kann man nichts machen. So, jetzt zum Jahreswechsel will ich meine Tochter auch bei mir haben. So, und dann versuche ich, dass ich da 3 freie Tage rausschlagen kann, weil durch die ganzen Feiertage und so brauche ich eigentlich nicht viel. Dass ich meine Tochter wenigstens bis zum 2. Januar dann bei mir habe, dass ich mit dem Jahreswechsel mitmachen kann. Das ist ja auch so mit der Kindesmutter gerecht vereinbart. So, jetzt gibt es noch ein anderes Problem. Jetzt habe ich mich mal über die niedersächsischen Schulferien für 2016 informiert und bin auch ein bisschen niedergeschlagen. Das nächste wären die Sommerferien, beziehungsweise sind Winterferien, gibt es komischerweise auch auf einmal, Weihnachts- und Winterferien, aber egal, die scheiß auf die Winterferien. Wichtig ist die Osterferien, und was ist? Ostern ist wieder mal Mitte, Ende März, beziehungsweise Ende März so gegen wieder, so wie letztes Jahr, das heißt, die enden dort am 2. April. Das ist kurz vor Ende der Probezeit. Kurz bevor ich Urlaub nehmen kann. So, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss arbeiten und derzeitige Arbeit, die ich habe, den Arbeitseinsatz, wenn ich den wirklich noch die mehrere Monate mache, weil das Problem ist, dass ich dann nur in Spätschicht bin und da habe ich auch keine andere Möglichkeit, dass ich meine Tochter hier mal hinholen kann. So, da bin ich aber ziemlich unter die Räder gekommen mit dem Scheiß, ne? Gehst du mal wieder arbeiten, weil du denkst, man tut ja gut, kommt man wieder auf andere Gedanken, dann hast du auf einmal Probleme. Da hast du auf einmal keine freie Zeit mehr, kannst das mit der Familie nicht unter den Hut bringen. Das ist das, was ich auch vor ein paar Videos davor auch thematisiert habe. Ich weiß nicht mehr, wann das war, Oktober, November, müsste mal nachgucken. Und ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Da bin ich jetzt bar jeder Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist jetzt hier über die Jahre was machen, aber mit den Osterferien.
Da weiß ich auch nicht. Ich kann jetzt nicht beim Betrieb Scheiße bauen, damit die sagen, der Herr Montag muss jetzt nicht mal, darf nicht mal bei uns kommen. Da geht auch nicht. Da kriege ich auch Ärger für. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll. Also, vielleicht ergibt sich ja bis dahin ja was anderes. Ja, irgendwie eine andere Situation, wo ich mal sehr hoffe. Weil mehr wüsste ich da jetzt auch nicht. Nee, aber das sind so die Sachen, ja, wo ich der Meinung bin, 3 Monate Probezeit müssten ausreichend sein. So, ich sehe, es gibt keine gesetzliche Vorschrift. So, aber mir ist noch was in Erinnerung gekommen, ja, die Politiker müssen da nicht ganz tatenlos rumsitzen, weil, jetzt kommt's, ich habe von 2002 bis 2004 eine Arbeit gehabt, die ging 2 Jahre, danach wurde mein Vertrag einfach nicht verlängert. Ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube, das war Ende 2003, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ne, da sage ich jetzt mal, Viva la Einkaufsradio, da wird man auch schon mal informiert, wenn man die Regale einräumt, ne? Da gab es doch mal was, irgendwie einen Vorstoß. Ich meine jetzt nicht die LKW-Maut, ne, die war auch ein Thema 2003, ne? Die Flachzange der Stolpe da, aber reden wir nicht drüber. Nee, aber es gab irgendwie einen Vorstoß, dass die Politiker sich wieder Überlegungen gemacht haben. Ja, wir kennen die Überlegung. Man könnte die Probezeit auf 2 Jahre verlängern. Hallo? Hört ihr die Kuhglocken läuten, Leute? Nix 2 Jahre, wofür 2 Jahre? Man kann froh sein, wenn heutzutage 2 Jahre irgendwo in meiner Zeitarbeitsfirma bleibt oder sonst irgendwo, wo der Vertrag verlängert wird, aber 2 Jahre Probezeit, wofür 2 Jahre? Das klingt wie Knast. 2 Jahre Bewährung, hallo? Also, da denke ich mir immer, bin ich auf der Arbeit oder gehe ich in den Knast? So ungefähr mit offenem Vollzug, dass ich wieder nach Hause fahren darf mit der S-Bahn. Also, ne? Aber wenn die Politiker sich da auch Gedanken machen, ne? Sag ich mal, wenn auch in falsche Richtung, dann denke ich mal, sollte man doch vielleicht mal Politiker mal in die Pflicht nehmen. Sollte mal gucken, dass man vielleicht eine Petition vorlegt oder irgendwie was anderes, dass die da mal was machen, dass man es gesetzlich einführt, dass es 3 Monate Probezeit sind. Ja? Heutzutage ist es mit der Arbeit so eine Sache, man kriegt kaum Arbeit, nur über Zeitarbeit, aber das ist ja kritisch zu betrachten, aus meiner Sicht. Nicht nur aus meiner Sicht. Ja, und da sollten die Politiker doch mal gucken, dass die Leute dann die Arbeit kriegen, dann nicht die Hürden so hochsetzen, dass man da ein Ben Johnson sein muss, um da drüber zu hurten. Ne? Also, ich werde mal gucken, was man da machen kann. Also, wie ich das jetzt da lese, da gibt es nichts. Kündigungsschutzgesetz, witzig. Braucht man ja locker. Nee, also die Politiker müssen da was machen. Ne? Also, ne? Wenn man schon die Leute in Arbeit kriegen will, dann muss man auch gucken, dass man die Probezeit auch ein bisschen weniger macht. Also ich bin dafür, dass die Probezeit 3 Monate beträgt und nicht 6 Monate. So, ich habe auch gelesen, es wäre auch möglich, dass man es über 6 Monate machen kann, aber das macht kaum einer und ich glaube, das würde arbeitsrechtlich auch ein bisschen dann kollidieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, üblich ist leider 6 Monate. Ich bin dafür, dass es auf 3 Monate runtergesenkt wird. So, das ist, was ich sagen will. Sage ich mal, Ende der Durchsage und da werde ich auch mal gucken, ob man das nicht irgendwie auf den Weg bringen kann. Ja, dass unsere tollen Volksvertreter in Berlin da mal was machen und das dann auch irgendwie umsetzen. Ja? Ich meine, mit dem Mindestlohn hat das schon Jahre gedauert, ne? Werden die sich jedes Mal die Diäten erhöhen. Also sollen sie doch mal langsam mal was für Volk tun, was Gutes fürs Volk tun, ja, damit das Volk nicht immer rumrauen kann. So, ich bin dafür, dass die Politiker das mal auf den Weg bringen sollten, dass es eine Probezeit von 3 Monaten gesetzlich verankert gibt. Ja, weil die 6 Monate, ich sehe da keinen Sinn drin, warum es 6 Monate sein müssen. Ich sehe es einfach nicht. Es gibt auch keinen, der Begründung hat. Ich könnte jetzt bei den Firmen mal fragen, warum habt ihr 6 Monate Probezeit? Die wissen aber selber nicht. Ja, das ist normal. Oh. Ja, ist auch normal, dass die Leute vor der Brücke springen. Ja, ist auch normal. Leider. Also, damit könnt ihr mir nicht kommen. Mit normal, nee, nee, nee. Die Leute sollen bitte selber sagen, warum es 6 Monate sind. Ja, ihr Firmen, wenn ihr mir gerade zuseht, bitte schreibt mir in den Kommentaren, warum müssen es 6 Monate Probezeit sein? Warum? Bitte nicht sagen, ach, das ist so üblich. Nein, warum macht ihr das? Warum macht das ausgerechnet ihr? Warum macht ihr das mit? Ja, und nicht mit 3 Monate? Warum muss man sich in 6 Monaten bewährt haben? Warum? Vor allem, das klingt nach 6 Monate Bewährung, ne? Also, ihr wisst schon, ne? Also, wäre schön, wenn da jemand, der von irgendeiner Firma ist, mir, wenn er das Video sieht, mir das bitte da reinschreibt. Warum? Ja? Ich bin für Diskussionen offen, ja. Ne, ich bin kein Meinungsnazi. Ja. Und dass man da mal irgendwie was auf den Weg bringen kann, also, weil es geht so nicht weiter. Ja.
So, ich möchte das Video jetzt nicht zu lang machen. Ich möchte mich auch nicht sehr viel aufregen, weil meine Kraft muss ich nachher für den Umschlag benutzen. Ne? Geht nämlich wieder los. Ich war jetzt 2 Tage krank. Aha. So, und dann bin ich wieder fit für die Arbeit und ja. Also Leute, ich wünsche euch was, ja? Tut auch mal was dafür und wenn ihr auch ihr damit irgendwie betroffen seid, müssen irgendwie was zusammen tun, weil wir sind das Volk. Ja, wir müssen zusammenarbeiten, müssen was tun. Nur so ändert sich was. Und ich rumsitze und warte nach, wann kommt der Messias? Der kommt nicht. Der ist beim Frühstücken vom Stuhl gefallen, hat sich den Kopf gestoßen. So sieht's aus. Also, ich wünsche euch was, ja? Bis nächsten Montag und hoffentlich mal mit einem positiveren Thema, weil irgendwie scheint die Welt ja doch sehr in Unordnung zu sein, weil 10 Videos war das jetzt mit dem Rummaulen und so, aber berechtigtes Rummaulen. Also, ich wünsche euch was. Bis dann.